Er sagt hier an Abi Hamza, daraus erfahren wir die Kunya von Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, seine Kunya lautet Abu Hamza. Anas ibn Malik, und er bezeichnet ihn auch wie folgt, er sagt Khadimi Rasulillah, ich weiß nicht, ob das bei dir so steht. Khadimi Rasulillah, was heißt das? Der Dienstjunge des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum wurde er der Dienstjunge des Propheten genannt? Weil als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina angekommen ist, hat seine Mutter Anas ibn Malik direkt in den Dienst des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestellt. Sie hat gesagt, hier, er soll dir dienen. Und Anas ibn Malik berichtet davon selbst, er sagt, qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu Medina, wa ana ibn 'ashri sinin. Ich war 10 Jahre alt, deswegen auch Dienstjunge, Khadim Rasulillah. Umata wa ana ibn 20 sana. Als er gestorben ist, hatte ich 20 Jahre. Das heißt, 10 Jahre, als der Prophet gekommen ist, 20 Jahre, als er gestorben ist. Und deswegen sagt man, er hat den Propheten 10 Jahre lang gedient. Und er hat mit dem Propheten 8 Schlachten, an 8 Schlachten teilgenommen. An 8 Rasawat des Propheten. Und über ca. 2000 Ahadith werden von ihm tradiert und überliefert. Die Ahlul Ilm erwähnen eine Karama von, eine der Karamat von Anas ibn Malik. Die Karama hatte ich im letzten Unterricht mal erwähnt. Ich habe gesagt, die Karama, ich glaube, ich habe es erwähnt. Ja. Nicht? Die Karama ist nochmal etwas nicht übliches, dass Allah Ta'ala geschehen lässt für einen seiner ihm nahestehenden Diener. Das muss aber nichts Übernatürliches sein. Also ich meine damit, das muss nicht unbedingt etwas sein, wodurch die Naturgesetze gebrochen werden, sondern es kann auch etwas Unübliches sein. Ja, wenn das jemand 100 Kinder bekommt, ist damit wird kein Naturgesetz gebrochen. Aber es ist extrem unüblich. Verstehst du? Es ist extrem unüblich und auch schwer vorstellbar, aber nicht, es ist nicht unlogisch oder so. Also wenn man das annimmt, führt das nicht zu logischen, zu unlogischen Konsequenzen. Die Karama, die überliefert wird, ist der Hadith in Bukhari und Muslim. Er sagt, Anas ibn Malik berichtet selbst. Anas ibn Malik, wisst ihr, wie seine Mutter hieß, weil seine Mutter war? Umm Sulaym war seine Mutter. Er sagt, dass seine Mutter Umm Sulaym den Propheten sallallahu alaihi wasallam eingeladen hatte zu sich nach Hause. Aber ich lese euch einfach mal eines der Wortlaute vor von dem Bericht im Bukhari. Muss man sagen. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم. Prophet صلى الله عليه وسلم trat bei أم سليم ein, also in ihr Haus. قال فأتته بتمر وسمن. Sie brachte dem Propheten صلى الله عليه وسلم Datteln und السمن ist sowas wie Butterartiges, etwas was aus Milch gemacht wird. فقال أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. Er sagte, bringt das wieder zurück. Also diese Butter und die Datteln, bringt sie wieder zurück. Er war am Fasten, der Prophet war am Fasten. فَإِنِّي صَائِمْ, denn ich faste. Dann sagt Anas ibn Malik, ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ. Der Prophet begab sich dann in eine Ecke des Hauses und betete dort etwas, aber kein Pflichtgebet. Deswegen sagte er, يُصَلِّي غَيْرَ الْمَكْتُوبَ. Und dann sagt Anas, فَدَعَ لِأُمِّ سُلَيْمُ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. Und der Prophet in diesem Gebet oder danach sprach er Bittgebete für Umm Sulaym und ihre Hausbewohner aus. Und dann sagte Umm Sulaym, sagte, ja Rasulullah, inna li khuwaysa, ich habe ein persönliches kleines Bedürfnis. Ein persönliches kleines Bedürfnis. Und dann sagte er, was ist es? Sie sagte, qalat khadimuka Anas, dein Dienstjunge Anas, ud'u Allah lah. Bitte Allah Ta'ala für ihn, also spreche Bittgebete, persönliche, individuelle Bittgebete für Anas aus. Und dann sagte Anas,
Er sagte, قَالَ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَى لِيبِهِ. Er sagt eines, er hat nichts Gutes von der Dunya oder der Akhira ausgelassen, dass er nicht für mich, also dass er nicht für mich in seinen Bittgebeten erwähnt hätte. Und er sagte unter anderem, اللَّهُمَ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ. O Allah, versorge ihn mit Vermögen und Nachkommenschaft und segne ihn. Und Anas sagt dann, ich bin nun, also heute, als er das berichtet, unter den Ansar derjenige, der die meisten Kinder und das meiste Vermögen hat. Und die Ahlul Ilm erwähnen, dass er ca. 120 Kinder hatte. Er hat ca. 120 Kinder gehabt. Anas ibn Malik ist einer der letzten, oder er ist der letzte Gefährte, der in Basra gestorben ist. In Basra, er hat nicht in Basra gelebt, aber in der Nähe von Basra. Ich glaube, er ist im Jahr 93 nach der Hijra gestorben. 93 nach der Hijra. Als er gestorben ist, sagte Muwarriq al-Ijli, sagte, ذهب اليوم نصف العلم. Heute ist das halbe Wissen von der Welt geschieden. Das halbe Wissen von der Welt geschieden. Und das unter anderem aus dem Grund, wie Muwarriq sagt, wenn sie mit den Ahlul Ahwa, das heißt mit den yani mit Widersachern, uneinig waren, dann sagten sie, kommt, also über die Ahadith, dann sagten sie, kommt, lasst uns zu denen gehen, die das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört haben und es uns bestätigen lassen. Und Anas ibn Malik war eben einer der Letzten. Oder in dieser Gegend war er der Letzte. Denn nach dem Jahr 100 gab es keinen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr auf der Welt.